So, liebe Leute, und damit sind wir zurück zu einer neuen Folge von Settlement Survivor. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist immer ein bisschen schwierig für mich, dass ich da gerade immer wieder zurückkomme, besser gesagt in die Folgen reinstarte. Heute habe ich Gott sei Dank endlich mal ein bisschen eine längere Aufnahmesession. Das heißt, also heute können wir richtig loslegen. Ich möchte natürlich, dass es hier ein bisschen Fortschritt gibt, aber es ist halt schon ein bisschen schwierig, wenn man da immer wieder so ein bisschen rausgerissen wird aus dieser Bauimmersion. Okay, wir haben hier auf jeden Fall zwei Leute, die die Stein machen. Hier hinten werden jetzt die zwei Standardfälle gebaut, die für uns ziemlich gut sind, weil wir dann nämlich hier endlich die zusätzlichen Münzen kriegen. Wir haben Gott sei es gedankt endlich auch ein paar Männer. Vier Männer und 21 Frauen, um genau zu sein, in unserem Dorf. Und das ist doch eigentlich okay, würde ich mal sagen, oder? Das ist doch definitiv okay. Damit haben wir jetzt ein Feld schon mal erledigt. Wir müssen halt echt gucken. Also ich werde jetzt auch noch ein paar normale kleine Dörfer bauen, vielleicht auch hier vorne dementsprechend. Das Lager ist... Ah, warte mal, ich kann hier gar nicht mehr so weit bauen. Gell? Ich müsste vielleicht nach hier unten bauen. Und hier unten wird gerade das Sägewerk gebaut, weil das Sägewerk, das ich hier oben habe, ist super inaktiv. Okay, was könnte ich hier produzieren? Agavensaft würde ich hier gerne mal produzieren. Und dann geht da nämlich der gute Kevin. Kevin geht hier mal weg. Und der Kevin, der kommt hier hin. Und dann ziehen wir nämlich jetzt hier auch gleich mal die Straße weiter nach oben. So. Okay, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich hätte hier auch noch die Distillerie, die ich weiter fertig machen kann. Aber wir können jetzt hier erstmal die Sachen hier einsammeln. Schließe ein Standardfeld ab, klicke auf das Gebäude, um Details anzusehen. Du kannst das Gebäude mit grünen Schaltflächen Standardfeld neben dem Gebäudenamen schließen und das Gebäude stellt dann den Betrieb ein. Okay, einsammeln. Richte einen großen Brunnen. Du errichtest unter Ressourcen 3. Ich kann hier einfach 3 drücken. Nice. Oh mein Gott, das erleichtert tatsächlich einiges. Du kannst Umformen 0 verwenden, um Materialien auf dem Boden einzusammeln. Wait. 0. Oh mein Gott, das ist natürlich... Das ist sehr interessant. Hätte ich das mal ein bisschen früher gewusst. Ja, aber dann hätte ich nämlich mal gesagt, dass die Leute hier dieses Zeug hier erstmal alles wegnehmen. Und dann gehen wir mal auf die 3 und ich brauche einen großen Brunnen. Der würde hier prinzipiell hinpassen, wenn ich den kleinen Brunnen abreiße. Ich meine, ein kleiner Brunnen würde uns prinzipiell erstmal noch reichen, aber ah, das machen auch unsere Bauarbeiter hier. Okay, das heißt also, das ist schon mal nice, dass es funktioniert hat. Haben wir etwa jemanden dazugekriegt? Nein, leider nicht. Sind immer noch auf 25. Aber wir können jetzt hier. Jagdhütte ist gut, Holzfällerlage ist gut. Aber hier die gute Cheryl, die geht hier mal weg. Die Cheryl, die kommt hier hin. Und du machst... Bretter. Du machst das, ihr macht erstmal Brennstoff. Oh, nice. Was ist das hier? Bürger wurden von schönen Laternen auf dem Fluss herangezogen. Was haben wir denn? Papierzettel. Joa, mal gucken, was der Papierzettel hier uns so sagt. Eisenwerkzeuge mache ich jetzt momentan. Steinwerkzeuge ist halt echt. Natürlich das. Moment. Ein Werkzeug, das mit Stein und Holz in der Schmiede wird, erhöht die Produktivität. Hä, aber Eisensachen sind doch viel besser. Obsidianwerkzeug ist das nächste. Okay, wir müssen also auch mal ein bisschen. Ich habe einen neuen. Oh, was? Es gibt Bürger ohne Kleidung. Baue einen Kleidungsshop. Oh mein Gott. Es gibt. Okay, Zeit stoppen. Stopp. Okay, wir brauchen einen Kleidungsshop. Der wird wahrscheinlich bei...
Okay, pass auf. Wir bauen erstmal am Wasser. Bauen wir erstmal. Ich wünschte, ich könnte das einfach ein bisschen. Oh, wait. Ich habe die falsche Seite im Wasser. So. Die Textilfabrik hier hin. Die kriegt dann natürlich noch einen Weg. Ist ganz wichtig. Und dann muss dementsprechend natürlich auch noch. Ich hoffe halt einfach, wir müssen keine Baumwolle herstellen. Wird verwendet, um Baumwolle oder Flachs zu Baumwolle oder Leinen zu verarbeiten. Baumwollstoff oder Leinen. Ich habe einiges an Leder, gell? Habe ich einiges an Leder? Ich habe mal gesehen, dass ich Leder hatte, glaube ich. Lebensmittel, Getränke, Medizin. Medizin habe ich auch gar nicht so schlecht. Baumaterial, Erz, Brennstoff, Kleidung. Muss halt echt mal gucken. Okay, dann hätte ich mal gesagt, bauen wir halt noch eine Schneiderei dementsprechend. Dass wir nicht so einen weiten Weg haben, würde ich mal sagen, bauen wir den hier hin. Die Schneiderei. Okay, die hat natürlich erstmal Prio. Und dann geben wir mal Gas. Das heißt also, wir. Ah, da hätten wir doch schon ein bisschen Agave angepflanzt. Das ist sehr schön. Das hätte ich halt echt einfach machen können. Ich könnte jetzt einfach sagen, okay, dieses Feld hier, das ist eh out of order. Das ist Juli. Ich hoffe, die schaffen das halt noch ein bisschen, da was rauszuholen. Okay, wie viel Eisen habe ich momentan? 91 Erz, aber ich brauche hier halt einiges an Eisen. Hier brauche ich halt super viel Stein wieder, Leute. Uff. Okay, wartet mal, wir probieren mal was aus. Und zwar sage ich nämlich, ich möchte bitte, dass ihr den gesamten Stein hier einfach mal wegnimmt. Könnte das funktionieren? Ich würde mal sagen, das sollte eigentlich jetzt funktionieren, oder? Okay, die fällen gerade noch das Holz. Weil Kleidung ist halt super wichtig, wenn wir jetzt gleich in den Winter kommen. Was sonst habe ich nämlich richtig Probleme, wenn ich im Winter bin und keine Klamotten habe. Das stelle ich mir relativ unangenehm vor. Muss ich mal hier ganz ehrlich sagen. Also von dem her. Sieht aber gut aus, dass es funktioniert. Also die. Oh, die Schneiderei ist schon fertig mit Stein. Oh mein Gott, das ging ziemlich flott tatsächlich. Das ist sehr gut. Weil ohne das hätten wir wahrscheinlich ein wenig Probleme bekommen. Was habe ich hier? Ah, da habe ich auch schon eine Schneiderei. Ja, okay, die Schneiderei hier hinten ist halt. Die ist halt echt nicht wirklich worth it. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Das hätte sich überhaupt eigentlich nicht gelohnt, die dorthin zu bauen. Ich glaube, die hatte ich mal dorthin gesetzt, in dem Gedanken, dass ich daneben halt noch dementsprechend Platz habe. Aber ich glaube tatsächlich, dass das hier die bessere Wahl jetzt ist zum Platzieren. Einfach weil ich dadurch dann halt erstens mal näher an der, auch an der, was ist es hier nochmal? An der Textilwassermühle dran bin, wie halt auch am Dorf selber. Das heißt, also, ich bin halt hier direkt an dem Lagerplatz. Wir haben super viel Stein, 115 Stein. Okay, das scheint mir so viel effizienter zu sein als das hier. Den Stein erstmal daraus zu gewinnen. Das ist ja krass, das hätte ich nie gedacht, dass das so viel effizienter einfach sein kann. Okay. Ich habe die Ding gerade nicht lesen können. Damit. August ist gekommen, oder? Es gab null Geburten. Warum gibt es denn null Geburten, ey? Das ist halt super schlecht, Leute. Ich glaube, ich baue mal noch ein paar mehr kleine Häuschen. Das ist halt echt nicht gut, Leute. Da hinten kommen Gott sei Dank wieder Einwanderer.
glaube, sonst könnte es mir echt ein bisschen übel ergehen, wenn ich ehrlich bin. Mit ein bisschen übel meine ich natürlich ein bisschen sehr übel, weil müsst ihr euch einfach mal überlegen, was passiert, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel wieder so ein Fauxpas passieren würde, dass meine männlichen Leute einfach aussterben und ein Bürger wurde verletzt. Aber ich habe einen Arzt. Eigentlich sollte das gar kein Problem sein. Der geht jetzt einfach ins Hospital und macht dort sein Ding fertig. Das sollte ja ohne Probleme klappen. Okay, Schneiderei. Ich brauche einen Mensch für die Schneiderei. Timothy, es tut mir leid, aber Priester brauche ich halt echt nicht. Und du machst mir jetzt einfach mal Klamotten aus Leder. Ich hoffe, das funktioniert schnell genug. 1000 ist bei dir das Maximum, das du hier machen kannst. Okay, ich sehe schon. Das Schöne ist, die Agave wird richtig gut geharvestet. Also die sind jetzt gleich fertig. Und deswegen gehen wir mal hier schnell mit einem weg. Wer steht da jetzt gerade? Kann ich nicht anklicken, oder? Doch, Cassandra ist da. Okay, pass auf, nämlich, weil dann sagen wir nämlich, Cassandra ist da. Dann ist Mars nämlich weg. Dann machen wir Mars noch kurz hier mit dazu. Dass sie das voll abernten können. Ich glaube, sonst habe ich ein bisschen ein Problem, weil die würden halt entsprechend jetzt einfach super langsam sein. Okay, ich habe 5 Klamotten schon mal hergestellt. Das ist gut. Okay, passt auf. Ich habe momentan genug zu essen. Ich weiß, es ist ein bisschen drastisch, aber wir brauchen Klamotten. Ich meine, ihr seht selber, wir sind gerade zwar ganz okay noch, weil nur 6 Leute frieren. Aber ich weiß, dass durch den Frost halt super viele Leute auch umkommen können. Der ist halt immer noch verletzt, die gute Barbara. Tut mir ja fast schon leid, hey. Außerdem werde ich mal noch hier oben... Ah, hier oben kann ich kein Haus hinbauen, gell. Ich müsste dafür dementsprechend nochmal so einen Marktplatz bauen. Ah, vielleicht wäre das sowieso mal eine ganz gute Idee. Nochmal einen Marktplatz. Ja, weil die frieren jetzt hier natürlich. Die gute Eva. Keine Kraft mehr. Temperatur hier ist arschkalt. Stress 0%. Das ist wenigstens ganz gut. Event Flüchtlinge. Oh, wir verhungern. Kannst du Essen anbieten? Mehr als 20 Flüchtlinge aus Hungergebieten versuchen hier Hilfe zu bekommen. Wenn wir genug zu essen hätten, würden wir vielleicht helfen. Andernfalls müssen unsere Bürger möglicherweise mit Flüchtlingen um Lebensmittel konkurrieren. Alter, ich habe 4000 Lebensmittel. Ja, bitte. Okay, passt auf. Wir haben Bürgermeister-Effekte jetzt. Jetzt geht's erstmal in die Tiefe, liebe Leute. Nach jahrelanger Arbeit im Obstwald, sehr sachkundig, was Anpflanzen und Kultivieren von verschiedenen Obstbäumen angeht, hofft, das Wissen an alle weiterzugeben. Obstertrag. Händler, die sich auf Luxusgüter spezialisieren, mit dem Wohnheim zu sagen, nee, ich nehme ihn hier, die Adeline, die finde ich sympathischer. Okay, Gott sei Dank habe ich hier ein weiteres Häuschen gebaut. Brennstoffversorgung? Du machst doch hier Brennstoff, oder? Gehen wir hier mal auf 1000 hoch, dass hier genug Brennstoff gelagert wird. Ist das voll? 24 von 24? Ja, okay, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich keine Häuser mehr habe. Mit höchster Priorität bitte das hier bauen. Und dann können wir nämlich hier noch eine Straße bauen. Und wisst ihr, dann können wir nämlich auch sagen, hey, wir holen hier noch einen ran. Was ist hier los? Du machst bitte Leinen, finde ich interessant. Dann holen wir hier noch jemanden ran. Holen wir hier noch einen ran.
Ich weiß, ihr habt halt alle gerade kein Zuhause, aber vielleicht könnt ihr euch erstmal in die verschiedenen Wohnungen hier einkehren. Ich meine, wenigstens ist es ihnen nicht kalt, aber was ist denn jetzt das Problem? Oh, wir haben keinen Flachs. Ohne Flachs, Mann. Ich meine, das Haus muss halt jetzt schnell gebaut werden, dass die Leute einziehen können. Stress, Stress, Stress. 28 Bekleidungen brauche ich. Ich glaube, ich muss nochmal einen Kleidungsshop bauen, gell? Ich habe 72 Leder. Ja, kommt, Leute, ich baue jetzt nochmal einen Kleidungsshop. Ich habe das Gefühl, dass das nötig sein könnte. Aber erstmal wird natürlich das Haus fertig gebaut. Dass wir die 10 Obdachlosen hier versorgen können, dementsprechend. Wenigstens sind wir inzwischen, wir sind 16 männliche und 38 weibliche. Also, es wäre halt einfach wichtig, dass mir niemand jetzt wegstirbt. 54 Gesamt. Zeitarbeiter. Ah ja, das sind halt die, wo halt dementsprechend jetzt Arbeiter sind während der Zeit, wo. Oh, wisst ihr, was wir auch noch machen können? Wir können jetzt hier noch einen in die Dings schicken und hier noch einen in den Steinbruch schicken. Sehe ich, wie viele. Oh, ich habe halt echt noch 20 Leute übrig, die. Ich würde gerne sowas wie einen Brunnen bauen. Komm schon, das ist gleich fertig. Ja, komm, hier können wir auch noch jemanden reinmachen, der Holz hackt. Mann, ich habe ja die Möglichkeiten jetzt. Ich habe ja echt genug Leute. Hier ist irgendwo ein Schiff oder was? Habe ich das jetzt verpasst schon? Oder kommt es erst gleich noch? Okay, das Ding ist gleich fertig. Das ist schon mal schön. Wir haben niemanden verloren, Gott sei Dank. Die müssen jetzt halt erstmal in so Massenunterkünfte leben. Das ist halt traurig, aber es lässt sich halt momentan leider nicht anders regeln. Okay, wir haben es geschafft gleich. 2% noch. Nice. Hier echt eine Katze oder einen Hund reinpacken. Okay, damit sind jetzt eigentlich keine Leute mehr wirklich, die Probleme haben. Du hast erstmal Prio. Haben wir noch Stein? Wir haben noch genug Stein, sehr gut. Wir müssen aber viel Wasser. Drei Bürger frieren. Ja, ich bin am Bauen, Leute. Ich gebe Vollgas mit den Sachen. Ist schon wieder Januar, gell? Ja. Ich habe echt kein Schiff gesehen. Das ist ein bisschen. Ah, doch, hier. Aber ich habe halt noch keinen Anlegeplatz, gell? Wahrscheinlich braucht man dafür echt einen Anlegeplatz. Und dementsprechend. Okay, pass auf, wir können hier packen wir erstmal alle Leute rein. Genauso hier packen wir mal noch einen mit dazu. Ich glaube wirklich, jetzt haben wir wirklich einige Leute, die halt fleißig arbeiten können. Ist geschlossen. Und das ist ziemlich gut. Im letzten Jahr gab es 2 Geburten. Oh mein Gott, Leute, das ist so gut einfach nur. Das ist halt jetzt richtig gut. Okay, passt auf. Wir bauen. Wir bauen erstmal einen Friedhof. Der Friedhof wird hier so. Friedhof wird hier so ein richtig. Moment. Okay, sorry. Ne, wir müssen erstmal hier kurz. Zack. Kevin. Was Wolle. Oh mein Gott, wir müssen irgendwann mal noch. Okay, wir brauchen. Kann von Weide oder Jagdhütten? Okay, wir brauchen noch eine Jagdhütte. Die Jagdhütten gehen gut ab, oder? Sammelstation. Jagdhütte. Leder 78. Okay, das wäre natürlich nice, wenn die ein bisschen mehr bringen würden.
Okay, lass mich mal ganz kurz hier reingucken. Also ich habe das Gefühl... Moment, muss man ganz kurz hier pausieren. Ich würde super gerne Landwirtschaft, ich würde gerne fischen können. Okay, wo lerne ich, also wo kann ich Dock? Das klingt gut. Okay, lass ihn mal gucken. Seife, Zelt, Polizeirevier. Für eine dreiköpfige Familie, das ist ja auch eine Sache, die ich eigentlich nicht machen möchte. Bildung, Papier, Handel. Da unten habe ich erst die Schiffsfahrt. Holy shit, das dauert ja ewig. Sandgewinnung. Bau. Oh mein Gott, Materialrecycling. Bauarbeiten können jetzt Materialrecycling liefern. Okay, das ist halt wichtig eigentlich. Das ist halt wirklich wichtig. Okay, wir bräuchten nur noch Lehm. Und dann könnten wir eine Imkerei freischalten. Futterfabrik. Oh mein Gott, dafür brauchen wir so viel Mais, Sojabohnen. Okay, so wie es aussieht, ist Lehm eine wichtige Sache. Pass auf, wir wollen Lehm. Wo ist Lehm? Sand, Industrie. Silber. Wait, wo ist denn Lehm? Ah, hier. Am Fluss und Sand und Lehm. Aktivieren. Okay, das wollen wir definitiv haben. Okay, passt auf, weil das ist nämlich jetzt gut. Aber dementsprechend könnten wir jetzt das hier machen. Und damit hätten wir eine Imkerei. Material, oh mein Gott, das ist halt einfach so tief, das Ganze. Mühle und Wassermühle frei. Aber wo schalte ich denn zum Beispiel Ding frei? Kleiner Marktplatz. Wo schalte ich dann bitte den Hafen oder sowas frei? Oder habe ich schon einen Hafen und ich bin halt einfach blind? Lass mich mal kurz gucken. Straßen, Schule, Rathaus, Polizei, Bauarbeiterhaus, Klinik, Kirche, Friedhof, offenes Lager, Marktplatz, kleiner Marktplatz, kleiner Handelsposten. Also da, die aktuelle Sandgrube ist das Neueste. Die werden wir definitiv mal bauen. Wir müssen halt echt gucken, dass wir da nicht so viel Platz verbrauchen immer. Okay, die Sandgrube ist erstmal wichtig für mich. Ich glaube, ich habe echt... Also ich muss mal gucken, dass ich jetzt halt dementsprechend eine Weile... Ach, guckt euch da an. Einen Fischersteg. Das ist doch das, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Nice, okay, davon bauen wir gleich mal zwei. Weil Fisch könnte für mich eine richtig, richtig gute Ressource sein. Des Weiteren werde ich jetzt hier drüben eine Weide aufsetzen. Zack, 7x7. Okay, und gegenüber hiervon, ich glaube, das ist schon außerhalb vom Gebiet, weil das ist nämlich wichtig. Yes, kommt nämlich noch mein
meine Baumplantage, nenne ich es jetzt. Ne, warte mal. Hier ist der. Ah, der wäre halt dann direkt hier in dem Bereich. Hier würde ich dann dementsprechend vielleicht den Baumgarten auf die andere Seite ziehen. So 11 auf 11 fände ich nicht schlecht. Okay, pass auf. Aber Priorität haben jetzt erstmal die hier, die zwei Fischsachen. Okay, Leute, ich glaube, jetzt sind wir. Jetzt haben wir langsam hier ein bisschen den Weg gefunden, wie wir da vorangehen können. Und ihr habt halt einfach kein Leder mehr. Das heißt also, ich bräuchte vielleicht nach Möglichkeit noch. Jäger bräuchte ich, gell? Ja, vielleicht setze ich echt hier drüben einfach mal noch ein Jägerding hin. Das Teil braucht halt echt nicht so viel Platz. Ah, ne. Ah, doch, guck mal, hier sind auch viele Viecher sogar. Die können ruhig ein Stückchen weiter weg sein. Hier ist vielleicht so. Kriegen die noch den entsprechenden Weg natürlich. So. Okay, und die hat natürlich auch Prio. Ja, und jetzt geben wir mal wieder Vollgas, hätte ich gesagt, weil jetzt muss nämlich abgehen, Leute. Wir haben viel zu arbeiten. 6 Leute, die momentan noch nichts zu arbeiten haben. Ich kriege jetzt eine Weide dazu. Ich möchte hier hinten auf jeden Fall mal noch irgendwo möchte ich noch ein zweites Ding bauen. Ich glaube tatsächlich, dass es hier vielleicht nicht schlecht wäre, wenn ich hier nochmal einen Marktplatz baue. Boah, der Marktplatz hat halt echt eine riesige Gegend. Ich glaube tatsächlich, ich fände hier nicht schlecht. Oder sollen wir übersiedeln mal hier hin? Ah, dann bräuchte ich dementsprechend eine Brücke. Das ist halt ein super langer Weg, den die da jetzt erstmal laufen müssen. Und er hat Hunger. Aber er hat 15 Eisen. So ist gut. Kriegst du was zu essen dafür. Bürger sind am Verhungern, ey, Alter. Schnapp dir schnell einen Schnitzel und dann geht's weiter, oder? Da wird weitergearbeitet. Ja, hat sich wirklich das Schnitzel geschnappt. So, Leute, das Feld hier. Weinreben. Nice. Okay, was haben wir hier? Anmachen. Zack, direkt Erbsen. Vollgas. Sehr schön. Ich freue mich, dass wir hier... Nee. Das möchte ich erstmal nicht. Nee. Dann werde ich mal ganz kurz das hier abreißen. Mal gucken, ob das gleich passieren wird. Oder muss ich es dafür pausieren? Na, nee, das ist Straße abreißen. Struktur abreißen. Okay, jetzt hat es auch das Zeichen über sich, dass es abgerissen wird. Okay, wir sind im April und es wird sehr, sehr fleißig hier gearbeitet. Da unten fehlt noch ein bisschen... Oh, dafür brauche ich Bretter. Oh no. Das habe ich nicht gewusst. Okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr Gas hier. Bretter sind in der Fertigung, Leute. Nur die Ruhe. Inventar sind nur noch 5 Holz. Aber das Gute ist, ich brauche halt... 7 Bürger werden erwachsen und wollen neue Häuser. Neue Saat erworben. Ja gut. Ich meine... Das ist ja eigentlich gut, dass die erwachsen werden. Da kann ich ja dann dementsprechend auch dann direkt vorsorgen irgendwie mal. Hier so ein bisschen am Marktplatz, ein kleines Wohngebiet, das ist doch sicherlich nice. Jetzt bin ich mal gespannt, wann der hier abgerissen wird.
Ressourcen 100%. Okay, pass auf, jetzt. Jetzt gebe ich dir mal ganz kurz Prio. Weil die brauchen eh Bretter. Da kann ich halt jetzt momentan nichts machen. Wir brauchen einfach nur Holz. Hey, merk schon, wir sind gerade fleißige Bauarbeiter. Oh, meine Lebensmittel gehen aber ganz schön runter hier. Das wird also Zeit, dass wir hier definitiv Dinge ranbringen. Okay, ich habe eh kein Leder gerade. Das heißt also, ich schließe jetzt auch mal das Stellenangebot. Und hätte mal gesagt, du brauchst noch Eisenerz, brauchen wir dementsprechend. Aber hier so viele Eisenerzarbeiter eigentlich hier. Sollte eigentlich jetzt nicht so runtergehen. Okay, pass auf, wir machen hier noch einen Bauarbeiter rein. Ah, jetzt ist der Brunnen abgebaut worden. Sehr nice. Okay, jetzt müssen natürlich nur noch die Materialien weggebracht werden. Und, was natürlich jetzt auch noch super wichtig ist, wir brauchen natürlich jetzt einen großen Brunnen. Und der hat jetzt maximale Priorität, weil ein großer Brunnen kann ich jetzt... Ja, du bist aber definitiv hier eine Angestellte. Ich nehme schon wieder eine halbe Stunde auf, ey. Also, ihr merkt, dass wir wachsen und gedeihen. Wir haben Geburten. Also von dem her bin ich da, es gab zwei Geburten im Februar, von dem her bin ich eigentlich da ganz zufrieden. Wir gehen langsam aber sicher bergauf, ich muss irgendwann mal noch eine Schule bauen. Der erste Fischersteg ist jetzt auch gleich fertig. Wir kriegen in der nächsten Folge definitiv nochmal Einwanderer, das heißt also noch ein paar mehr Leute. Da müssen wir natürlich gucken, dass wir uns dementsprechend darauf vorbereiten mit vielleicht ein bisschen Schnaps oder so. Keine Ahnung, wer weiß, was wir da brauchen. Und damit bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.